Yo, moin moin Leute, der ist gerade wieder da mit einer weiteren Folge Paladins und heute eine Runde mit Growbot, dem neuesten Grover-Skin, der einfach mal mega, mega geil aussieht. Da kann man nichts anderes sagen, gerade noch der kleine Blumentopf mit dem Pflänzchen. Oben auf der Birne ist doch ein Traum, die Waffe sieht ultra legendär und ultra sick aus, von daher werden wir den Boy heute einfach mal probieren. Haben zum Glück einen Tank an unserer Seite, eine Ash, haben noch einen Flank dabei, den Andy und zwei Damage-Dealer, Bomb King und Strix. Und bei den Gegnern haben wir Inera Ying als Frontline-Support und dann auch Double Damage und einen Androxus als Flank. Kennt man nur, dass bei den Gegnern eine Lian und ein Androxus ein Victor und eine Lian den Damage macht. So rum. Wir spielen mit Efflorescence, eine meiner Lieblings-Talentkarten von Grover, wenn man heilen will. Rampant Blossing finde ich jetzt gar nicht so stark. Efflorescence ein bisschen besser. Das Pure Heal Deck, was man auch aus Wheel of Champions kennt, leicht abgeändert. Hier war Barkskin drin, die Karte, die uns mehr HP gibt, wurde für Chopper ausgetauscht. Und Adrenalin wurde einen Punkt nach unten geschraubt, dafür Verdant Expanse ein hoch. So sieht dann das neue Deck aus. Gucken wir uns direkt mal die neue Waffe an, also die sieht einfach mega sick aus. Und ja, Grover an sich mega geil. Hab ein bisschen das Gefühl, den Star Slayer Ruckus hier im zu spielen. Hüpfen. Kommt nix. Hier passiv Heal. Ah, zack. Warten wir, bis Cauterize abgelaufen ist. Okay. Ja, moin. Da sind ja P, aber schon schnell unten. Da müssen wir doch rangehen. Sehr schön. Möchte er eine Heilung haben? Nein, möchte keine Heilung haben. Da ist ein Andy. Da ist der Andy. Da sind ein paar Ying Illusions. Die auf mich gehen. Oh, sehr schön. Sehr schön. Ah, Andy nochmal eine Healung abbekommen. You carry the light. Mit Abstand geilste Voiceline von jedem Androxus Skin, außer vielleicht noch wunderbar. Aber you carry the light ist einfach mega. Gib mir das You Carry the Light. Ult hätten wir auch schon ready. Ja, einfach mal ein bisschen dafür sorgen, dass da keine Lian kommt. Gut, die hat jetzt der Andy dann auch schon weggesnippelt. Sehr schön, BK. Komm her. Ah, wollen wir alle am Leben halten, das klappt leider nicht. Oh, Victor da an der Backline. Oh, schöne Strix. Ah, brauchst du noch nicht ulten. Oh, da kommt der Damage. Ah, hier ein bisschen Damage machen. Ah, mal ein Heal raushauen. Ah. Ah, da sind wir schon weg. Miesige Brise. Ah, Ash natürlich ist leider wieder da. Jetzt haben wir einen schlechten Cycle. Die ersten vorne wieder da sind, dass dann die vorne wegsterben. Dann sind wir in einem ganz, ganz miesen Cycle. Ja, jetzt stirbt vorne wieder der Andy weg. Jetzt stirbt vorne wieder die Ash weg. Ja, leider. Jetzt haben wir hier nämlich ein Problem. Ah, stellen wir uns hier mal schön hier die Ecke. Baller ein bisschen passiv heal durch. Ein bisschen Main Heal, Strong Heal. 10,
Ash müsste es eigentlich zeitlich schaffen, dran zu kommen. Oh, ich hatte doch den Heal drauf. Oh Mann. Two in a row. Das ist echt eine Frage, ob ich ulte oder nicht. Ich tue mich schwer. Jetzt sind natürlich da hinten ihre Backline-Sniper wieder alle da. Wieder weg in der Rush, will da hinten den snipen. Nein, ich stehe doch dran. Eieiei. Schade, schade, schade. Hat aber gut funktioniert. Also Efflorescence Grover macht richtig Bock. Vor allem, seit die es vor 2-3 Patches geändert haben, dass man auch schön durch die Wände heilt. Macht richtig Spaß, finde ich, wieder mit ihm. Obwohl er leider im Ranked... Ja, die nordamerikanischen Teams spielen ihn gerne, aber das ist natürlich alles auf einem ganz anderen Niveau von wegen Teamabsprachen. So im Solo oder im, selbst im Duo finde ich es noch einfach zu schwer, Grover gut zu etablieren. Vielleicht dann doch eher den Sniper Grover oder den neuen Cripple Grover, Root Grover, wie man ihn auch immer nennen möchte. Bin mir noch nicht sicher, wie man ihn am besten nennt. Ich wollte noch mein Emote zeigen. Das passt auch so geil zu dem Skin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den Star Slayer hier als Grundlage genommen haben. Ah, oh, wo bleib ich schon an der Ecke hängen? Betrug. Oh, yo. Oh, da kommt die Schrapnellnähte noch geflogen. Mein Gott, wie schade. Da bereut man es dann einmal nicht Blast Shield zu haben, weil das hätte dann geholfen. Oh, die Ult schon abgelaufen. Ja, komm Ash. Hast du gesehen, dass ich direkt down war, als du die Ult gezogen hast? Gönn dir! Oh was, da bin ich auch noch in der Reichweite. Woo, Glück gehabt. Da fehlt gerade Damage. Oh mein Gott, wie knapp das war. Sparen wir jetzt, denke ich, erstmal wieder auf den Chronos 3. Irgendwie sowas. Punkt ist leider weg. Haben wir. Wir haben leider gar keinen, den wir eben den... wir haben, klar, den Androx, den Point touchen kann, aber dann nicht eine Minimum an Survivability hat. Death in Texas Lian erstmal jetzt gecheckt. Schön, das fix. Sehr schön. Das ist so viel Schaden, was Schrapnell macht.
Ah, da hatte ich sie gekrippelt, dass sie nicht. Das größte Problem, das wir tatsächlich haben, ist der Victor. Das ist unglaublich. 30 seconds remaining. Ich hab's gerochen. 4, 3, 2, 1. Overtime! Tschüss, ne? Na, mal weg. So, da geht die Inera weg. Das ist doch optimal. Sehr schön. Ah, eigentlich wollten wir auf Kronos 3 sparen, aber es passt gerade so perfekt von den Credits her. Dem Affen-Emote, das passt halt so geil zu dem Robot. Ah, das sieht schon nice aus. Allgemein, wie gesagt, der Skin. Finde ich ein Träumchen. Kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr schön. Gut, kostet auch unter Umständen 300 Diamanten. Ne? Ist ja in der Diamond Chest drin. Ne? Der gute Skin. Von daher werden die wahrscheinlich zu Beginn gar nicht mal so viele haben, außer Leute, die die Diamond Chest schon durchgegrindet haben und safe den Grobot-Skin bekommen. Oder einfach mal richtig reinlacken. Kann natürlich auch passieren. Weiß man ja nie. Finde ich ganz interessant, dass die Inera als einzige auf Blast Shield geht. Also sie hat am meisten Angst vor dem Bomb King. Nicht vor Strix and Roxas kommen die oder so. Oh, da kommt er um die Ecke, wo die Ash gerade rum war. Ist das bitter. Es ist halt schon ein bisschen lächerlich, wie viel Damage er macht, obwohl er auf Schrapnell spielt, finde ich manchmal. Aber naja, was sollen wir uns aufregen? Bringt doch alles nichts. Versuchen wir mal lieber dezent wieder zur Ash und zum BK zu kommen, für einen safen Support und hier ein paar Äxte durch die Ecke zu schmeißen. Oh. Ja, genau. Oh, wie kann mich die Ult denn da noch treffen? Ja, okay. Das war bitter. Oh, unsere Ash schmeißt die Ult an. Fand ich jetzt nicht so geil, aber naja. Da kriegt sie definitiv kein Heal rein. Oh, da kommt wer angerollt. Die Ult lassen wir mal schön durchlaufen. Oh. Ich treffe sie gerade nicht. So. Oh nein, sie geht ja immer durch die Ult. Ich hab gedacht, da bodyblockt einer, aber wäre egal bei ihrer Ult. Hat sie aber Glück, dass sie den Headshot noch vorher trifft. Und es sind einfach drei Leute gestorben. Obwohl die Inera down war, das ist natürlich extrem bitter. Von daher ist das leider den ihr Punkt. Können wir den BK da nochmal ein bisschen geheilt? Ja. Oder auch nicht. Hi. Das fliegt hier gleich mit Nate rein. Ja. Das war so klar, dass der Wine da noch eine Sekunde Cooldown hat. Das war so obvious. Eine Sekunde Cooldown runter und dann hätten wir. Jetzt sind wir schon wieder alle down. Kann doch schon fast nicht sein. Huh. Ey, das ist so lächerlich, was da an Schaden kommt. Puh. Victor steht da unten rechts drin, ne? Weiß es. Natürlich ist er gemarkt, bzw. geflared. Oh. Okay, that guy is stream sniping.
Aber sehr greedy auch von dem Kollegen. Sehr schön. Komm her, BK. Ich häng immer eine Sekunde gefühlt hinterher mit meinen Schüssen. Oh, ult doch nicht. Scheint die Ash zum Glück sehr geil für uns. Ja, hier ist halt ein sehr geiler Spot. Oh nein, ich will wieder hoch. Komm, 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 überlebe. Sehr schön, da gehen die Kills rein. Diesmal auf unserer Seite. Oh, alle down von den Gegnern. Heilen wir nochmal die Mates hoch. Oh. Keine F für dich. 15 Sekunden noch und die Ash stirbt da vorne. Das ist natürlich wirklich doof. Und das Cardio Victor. Eieiei, ich stemme alle nochmal. Ah, sehr gut, alles gut gegangen. Und wir hörten da im Hintergrund eine Inera-Ult, glaube ich, noch. Das ist natürlich nicht ganz so schlecht für uns. Da viermal Corderize 3 bei den Gegnern, viermal Corderize 3 bei uns. Also, keiner heilt hier. Gar keiner kriegt hier noch wirklich sinnvolle Heils durch, Heilungen durch, wenn die Gegner oder die Mates unter Corderize stehen. Ah, Ash sogar mit Reju. Ah, Inera auch mit Reju. FC Ying ist first auf Corderize gegangen. Finde ich sehr nice. Focusing Lens natürlich full of heal. Ja, Death in Texas, ja, macht halt echt den Unterschied. Gut, hat es ein bisschen verkackt, weil sie direkt auf Kill to Heal gegangen ist und das direkt zweimal geskillt hat, genau wie der End. Ja, beim End Rocks kann ich schon ein bisschen mehr verstehen, bei den Dianen muss man das nicht machen. Schön. Haben wir uns eigentlich. Bin ich ehrlich, habe ich die Ult eigentlich nur für mich benutzt. Schön. Ja, schön. Oh oh. Ash ist jetzt AFK oder was ist hier mit der Ash los? Das ist natürlich nicht ganz so geil. Das ist nicht unsere. Ach, wo ist. Was macht die Ash denn? Ich stand da aber ziemlich AFK in der Ecke. Warum hatte ich das Gefühl? Wir haben nur 57% gecaptured, obwohl wir alle 5 down hatten. Gut, der Tank von denen ist gerade down. Das ist fast mehr wert, als dass ich bei uns down war. Ah. Komm her, Andy. Komm nicht her, Andy. Oh, fuck. Ja, moin. Ah, oh, der Wine funktioniert auch überhaupt nicht. Oh, die Ash. War die jetzt ein Bot? War die AFK? Also das haben wir jetzt echt wegen der Ash verschenkt. Wo sie da in der einen Ecke stand. Das ist eine echte Frechheit. Aber naja, was sollen wir machen? Da können wir nichts machen. Ich hoffe, wir haben einfach nur mehr gehealt als die Ying. Das wäre mir schon mal ziemlich wichtig. Ja, das war lächerlich. Da die Damage-Zahlen ploppen. Spray gibt's halt nicht mehr auf der Distanz.
Das sah nicht schlecht aus. Nicht schlecht, der Herr. Es ist nur die Frage, Trommelwirbel, Damage, Healing, wer steht da? Wer steht da? Oh, da steht der Growbot. Da steht ein Growbot. Mit 152.000 Healing. Inera mit der neuen MVP-Pose. Und unsere Ash war definitiv am Ende weg, da bin ich mir ziemlich sicher. 12k mehr geheilt als die Ying mit 4 weniger Toten, aber 10 mehr Kills und die gleichen Assists und 25.000 mehr Schaden. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Ah, bla bla, alle wieder nur über BK am Reden, aber keiner sah darüber am Reden, dass die Ash einfach richtig scheiße war. 1400 Credits hatten wir die Hälfte des Matches. Die muss ein Bot gewesen sein nach der Hälfte des Matches, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Dass irgendwann die Credits nicht mehr gezählt haben, als der Bot übernommen hat. Das war hundertprozentig ein Bot. Oder schreibt da Mr. Evil Duck irgendwo? Nee, ne? Ich finde das auch eine Frechheit von Hyrus, dass die da nicht einfach in-game irgendwie schreiben können, hat das Match verlassen. Hat verlassen, ist jetzt ein Bot. Das ist eine absolute Frechheit, weil ich werde diese Folge jetzt trotzdem hochladen, aber das ist jetzt das sechste Spiel hintereinander, wo in einem von beiden Teams nicht 5 Spieler waren. Und das ist genau der Scheißgrund, warum ich es auch letzte Mal gesagt habe, warum ich kein Ranked spiele. Es gewinnt nur noch das Team, was 5 Spieler am Ende des Matches im Team hat. Das kann doch nicht wahr sein, dass entweder alle disconnecten, quitten, crashen. Das ist eine Katastrophe geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob das seit Patch 1.5 ist. Bei 1.4 war es halt auch schon so. Es gewinnt einfach nur noch das Team, was am Ende des Matches 5 aktive Spieler hat. Und das kann halt einfach nicht sein. Von daher spielt auch kaum noch einer Ranked. Ich habe es letztens versucht. Ich bin nach 11 Minuten aus der Queue rausgegangen, weil nach 12 Minuten kommst du ja mit irgendwem zusammen. Da guckt das Spiel ja nicht mehr. Ja, sind die dein Niveau? Ja, nein, vielleicht. Passt das Platin, Diamond, vielleicht ein Master? Ne, ab 12 Minuten kommst du ja mit irgendwas zusammen. Da ist es ja dem Spiel oder dem System scheißegal wer. Hauptsache 10 Leute zusammen in einem Match. Go. Und auf die Scheiße habe ich erst recht keinen Bock. Und wenn du in 11 Minuten kein Ranked-Match findest, dann wird das schon seine Gründe haben. Und zwar, weil einfach kein Spiel mehr mit 10 Spielern beendet wird. Das ist halt einfach absolut lächerlich. Es ging jetzt nicht darum, dass wir verloren haben, aber dass halt wieder einer rausfliegt und das anscheinend wieder aus unserem Team war. Wenn man guckt, überall solide Credits, 3700 ist das schlechteste bei uns. Und dann ist da eine 1500 Credit Ash, die am Anfang ja definitiv gut gespielt hat. Von daher war es am Anfang auf jeden Fall ein Mensch. Und dann kam halt irgendwann der Bot dazu. Und das ist halt absolute Scheiße. Das kann ja nicht sein. Deswegen stand die am Ende in der einen Runde auch so behindert hinter der Wand, anstatt am Punkt zu gehen. Deswegen hatten nur 57% gecaptured. Oh Mann, Hyrus, da müsst ihr echt mal was an eurer Stabilität machen, irgendwelche scheiß Chat-Nachrichten einblenden, wenn da irgendein Pisser das Spiel verlassen hat oder gecrashed ist, ist mir scheißegal warum, aber das muss man doch mal sagen. Left quitted or crashed. Fix your fucking. Also im Rage-Tippen ist auch Cancer hoch 10. Aber naja. So, Rage ist rausgelassen. Schade, schade. 58.000 Damage. Trotzdem okay. 154.000 Heal natürlich mega nice. Bomb King und BK. Yo. Andy und BK auf jeden Fall einen richtig starken Job. Ich glaube, Strix auch mit 98.000 kann nicht schlecht gewesen sein. Ja, einfach bitter, dass wir verlieren, weil wir nicht 5 Leute waren. Aber das sei es jetzt drum. Jetzt wird es im Hintergrund auch laut, weil die Bauarbeiter anfangen. Naja, das war auf jeden Fall wieder ein Ründchen Siege. Casual, ganz wichtig. Von daher, ich glaube auch nicht, dass ich diese Season auf Ranked spielen werde, weil es hat keinen Sinn, gegen entweder 4 Leute zu spielen oder mit 4 Leuten zu spielen. Ich weiß nicht, ob die anderen auch die Erfahrung gemacht habt, aber ganz ehrlich, es macht mir einfach zurzeit keinen Spaß mehr. Auch Siege und Casual macht es langsam keinen Spaß mehr, dass man nicht mehr mit 10 Spielern ins Game kommen oder 10 Spieler das Spiel auch wieder verlassen. Das ist absolut Katastrophe zurzeit. Aber, wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, genug geraged, jetzt ist es auch Schluss. Beende auch hiermit die Folge, komme in Ruhe runter. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, der Eskas ist draußen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.